Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einem neuen Interview der Woche hier auf TV Schwerin. Und ich verspreche es Ihnen, heute geht es um ein absolutes Highlight. Heute geht es um die Schweriner Jazznacht. Ich zeige Ihnen hier einen langen Flyer und Sie sehen unzählige Veranstaltungen drauf. Unzählige sind es nicht, muss ich zugeben, aber es sind Veranstaltungen. Und da trifft sich das Who is Who der Jazzszene hier in Schwerin. Ich übertreibe ein bisschen, an meiner Seite Marianne Wörle-Braun. Sie ist die Organisatorin, und Gerd Bockisch. Er ist Center Manager der Schweriner Höfe hier und Austragungsort. Dazu kommen wir später. Frau Wörle-Braun, Sie sind die Organisatorin. Ja. Es ist die 9. Jazznacht. Genau. Die 9. Schweriner Jazznacht. Genau. Das heißt, und auch dieses Jahr wieder absolute Highlights mit dabei. Jede Veranstaltung eigentlich ein Highlight. Wie schaffen Sie das, diese Leute nach Schwerin zu holen? Ja, das hat eine lange Tradition. Diese Benefits-Konzerte veranstalte ich seit 1997 und habe wirklich zahlreiche, sehr gute Kontakte zu guten Musikern, Jazzmusiker, die weltweit unterwegs sind, die ich persönlich kennenlernen durfte im Laufe der vergangenen 20 Jahre und die immer sehr gerne zu meinen Veranstaltungen kommen. Ja, Frau Wörle-Braun, los geht es am 26. April mit einer ganz ungewöhnlichen Veranstaltung. Und zwar gibt es einen Förderpreisträger der Schweriner Jazznacht 2017. Und nun könnte man denken, der hat den Förderpreis für Musik bekommen. Aber nein, sondern für darstellende Kunst oder für bildende Kunst. Ganz genau. Der Erlös der Schweriner Jazznacht geht immer zugunsten von Kunst und Sozialem. Und seit 2017 habe ich überlegt, einen Förderpreis auszuloben. Die Hälfte des Erlöses geht an die Stiftung Horizonte. Das ist eine Stiftung, die sich für sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche unter anderem kümmert. Und ein junger Künstler, der einen Preis verdient hat, wird durch eine Findungskommission vorgeschlagen. Also 9 junge Künstler wurden vorgeschlagen und einer wurde von einer Jury ausgewählt. Und der Preis in 2017 fiel auf Anton Bomatzka, einen jungen Bildhauer aus Berlin. Und der stellt aus zur diesjährigen Jazznacht. Genau, und dann passt es ja, dass da eine Ausstellungseröffnung stattfindet, nämlich auch wiederum im Foyer des Mecklenburgischen Staatstheaters. Ja. Das wird uns noch begegnen, das Mecklenburgische Staatstheater. Herr Bockisch, erstmal an Sie die Frage, wann sind Sie auf die Jazznacht aufmerksam geworden? Ich muss gestehen, auch erst so richtig dieses Jahr durch die Anfrage von Frau Wörle-Braun, die einfach eine spannende Idee hatte, die zu den Höfen gut passt. Denn wir haben bisher noch keinen Frühshop in den Höfen durchgeführt. Und insofern ist das ein sehr interessantes Projekt, was genau ja auch in unser kulturelles Portfolio reinpasst, dass wir also am 29.04., das ist ein Sonntag, hier als Frühschoppen eine Jazzveranstaltung haben. Darauf wollen wir noch zu sprechen kommen. Gehen wir erstmal chronologisch vor. Das ist am einfachsten. Da ist der 27. April und dann gibt es endlich Musik. Nämlich da gibt es Cleo und David Grabowski. Ja. Was ist das? Das sind 2 Musiker in Hamburg ansässig. Das ist ja hier in unserem großen Verbund jetzt quasi, gehören wir ja dazu, zu diesem Hamburger Raum. Die habe ich eingeladen, weil die ein sehr schönes Programm machen, Tribute to Ella Fitzgerald. Gitarre und Gesang, und es findet statt im Angler 2, 20 Uhr am 27. Und das ist das Start-up in die Schweriner Jazznacht. Und es wird bestimmt sehr schön. Okay, und wer Ella Fitzgerald kennt, liebe Zuschauer, der weiß, das wird spannend. Also schon am 27. April, Freitag, losgehen in den Angler 2. Wo ist das nochmal? Das ist in Schwerin in der Bornhöfetstraße. Das ist so im Bootshausverbund. Ist da in der Angler 2 eine ganz kultige Kneipe, wo sehr viele gute Veranstaltungen sind. Und natürlich wird am 27. April wunderbares Sonnenwetter sein. Das heißt, da kann man hinterher auch mit dem Bier oder mit dem Sekt am Schweriner See sitzen und dabei diese fantastische Musik hören. Ganz genau. Dann geht es weiter. Das absolute Highlight am 28. April, die Schweriner Jazznacht 2018 mit Dieter Ilk Trio. Dahinter steht Bach und dann kommt Till Brönner und Dieter Ilk wieder zum Projekt Nightfall. Ja. Till Brönner ist ein absoluter Begriff natürlich in der Szene. Ich glaube, das Konzert ist schon restlos ausverkauft, schon seit Wochen. Wegen gerade Till Brönner, aber den wollen wir jetzt gar nicht so beachten, sondern uns geht es natürlich um Dieter Ilk. Wer ist das? Dieter Ilk ist einer der bekanntesten und für mich einer der besten Bassisten, die es gibt.
und Dieter Ilk hat ein wunderbares Trio mit Rainer Böhm am Piano und mit Patrice Herral am Schlagzeug. Und Dieter Ilk hat sich den Klassikern Beethoven, Parsival zugewendet und hat jetzt auch eine CD herausgegeben eben über Bach. Und das ist eine wunderbare CD und die wird er uns vorstellen. Darauf freuen wir uns schon. Und dann, Herrn Bockisch, kommen wir natürlich zu den Schweriner Höfen. Wir selbst sind ja auch in den Schweriner Höfen hier ansässig, liebe Zuschauer. Dieses Interview wird auch natürlich gerade in den Schweriner Höfen aufgezeichnet. Da gibt es den Jazz-Frühschoppen. Frau Wöhle-Braun hat Sie angesprochen und Sie mussten sich das lange überlegen? Nein, so lange nicht, sondern wir mussten uns einfach mal mit dem Thema beschäftigen und auch mal zu schauen, um welche Art von Jazz geht es. Und da haben wir festgestellt, das ist gerade mit der Jazzband, die wir dort am 29.04. in den Höfen haben, geht es um New Orleans Jazz. Und das ist ja eigentlich ein sehr familientauglicher Jazz, um es mal so auszudrücken. Und da war es natürlich für uns eine sehr interessante Überlegung zu sagen, das machen wir und da laden wir die ganze Familie ein. Ja, die ganze Familie kann dann kommen zum Jazz-Frühschoppen. Also Frühschoppen hat ja mit Bier zu tun. Also die Männer können sich hier auch durchaus ein Bier gönnen. Und für die Kinder gibt es dann auch was und für den Rest der Familie. Durchaus. Also es wird auch sicherlich mehr als ein Bier geben, wer das möchte. Das ist ja natürlich der Vorteil unserer Gastronomie, die wir in den Höfen haben. Aber es gibt natürlich auch aus dem zünftigen Hotdogwagen für die Kinder was. Und Eis gibt es selbstverständlich auch. Also die ganze Familie kann hier Musik hören und sich dabei auch gastronomisch richtig schön verwöhnen lassen. Genau, und jetzt nochmal zum musikalischen, Frau Wöhle-Braun. Wir haben Mary Jane and the Baltic Sweet Jazz Orchestra. Wer ist das? Das ist eine Gruppe von 5 Leuten, die hier in Schwerin ansässig sind und Umgebung und die seit 2013 diese Musik machen und ja, das mit einem Augenzwinkern. Das macht sehr viel Spaß, ihnen zuzuhören und deshalb haben wir die auch ausgesucht. Und das ist ja der Einstieg in eine vielleicht weitergehende Folge im Rahmen dieses Jazz-Festivals dann. Und auch ein Angebot und eine Einladung an alle Schweriner und vielleicht auch so ein kleines Geschenk an die Schweriner Familien, da auch mit in dieses Geschehen einbezogen zu werden. Das ist eben das Schöne an der Schweriner Jazznacht, dass eben das nicht nur ein Abend ist und nicht nur eine Nacht, sondern jetzt auch Tagesprogramm, auch für die Schweriner, was mit dabei ist, die Schweriner Musikszene mit einbezogen wird und natürlich auch der musikalische Nachwuchs. Und um den geht es am Montag. Ja. Und da gibt es nämlich in der Schelfkirche Schwerin ein Konzert zum UNESCO-Welttag des Jazz, liebe Zuschauer, Streetlife Schwerin. Und da spielt die Big Band des Goethe-Gymnasiums Schwerin. Sind die jedes Jahr mit dabei? Die waren im letzten Jahr dabei und einige Musikerinnen und also Musiker waren schon mit dem Saxophon-Oktett dabei. Und ist den Schwerinern ist Bags natürlich ein Begriff. Bags hat gerade wieder einen großen Preis in Prag abgeräumt. Und es ist eine fantastische junge Band, die auch eine sehr gute Leitung hat mit Matthias Strauch und mit Michaela Geisler. Und ich freue mich total, dass Bags spielen wird. Ja, Glückwunsch natürlich nochmal an dieser Stelle auch an Bags für diesen wunderbaren Preis, den Sie hier in unsere Landeshauptstadt geholt haben. Ja. Dann geht es ja nochmal um Ingolf Burkhardt. Da sagten Sie auch wieder in der Szene, ich kenne ihn nicht, aber in der Szene absoluter Geheimtipp. Ja, Ingolf Burkhardt ist Mitglied in der Big Band, ein Trompeter, der mit sehr vielen ganz bekannten Musikern auch spielt, eine eigene Formation hat mit Jazul und wunderbare Musik macht, Streetlife, Crusaders, das wird an die jüngeren Leute, für die wird das interessant. Und was ich auch erwähnen möchte, ist noch Simon Gattringer, der Schlagzeuger von Jazul, musste leider absagen. Und Ingolf Burkhardt hat Gary Husband eingeladen. Der kommt aus London, wird er extra eingeflogen für diesen Abend. Und Gary Husband ist einer der ganz großen Schlagzeuger, auch ein Weltstar des Jazz. Bevorzugter Schlagzeuger von John McLaughlin. Und auf den freuen wir uns ganz besonders und ich denke, das wird ein ganz großartiger Abend. Ja, da machen wir also nochmal richtig Werbung
für diese Veranstaltung, weil alles, was Sie machen, ist ehrenamtlich. Ja. Natürlich, Sie organisieren das ehrenamtlich und ein absolutes Highlight für Schwerin. Liebe Zuschauer, wir rollen das jetzt nochmal aus. Herr Borkisch, könnten Sie das nochmal halten, so dass wir da eine richtig schöne Totale machen können? Also, das ist eigentlich keine Jazznacht mehr, sondern schon ein Jazzfestival. Frau Wörlebraun, Sie haben ja erzählt, Sie wollen es auch so nennen. Ja. Wir haben lange überlegt, wenn man das so ein bisschen drumherum, die Jazznacht, das bietet sich ja an, dieser 30. 1. Mai, das ist der Brückentag und der Sonntag im Anschluss an die Jazznacht, das sind so und der Freitag und das ist einfach, es bietet sich einfach an. Und es soll dann, wenn es funktioniert, für das nächste Jahr dann Schweriner Jazznacht Festival heißen. Liebe Zuschauer, unsere Devise: Keine Angst vorm Jazz, lassen Sie sich darauf ein, das ist wunderbare Musik. Und hier in Schwerin gibt es vom 26. bis 30. April richtige Leckerbissen. Frau Wörlebraun, danke für das Interview. Herr Borkisch, vielen Dank für das Interview und wir sehen uns in den Schweriner Höfen und wir uns bei der Jazznacht. Und liebe Zuschauer, hoffentlich wir auch. Bis zum nächsten Mal, wenn es hier wieder heißt Interview der Woche auf TV Schwerin.